Eingezwängt zwischen hohen, kargen Felswänden an der Meerenge von Hormus liegt Kumsa. An dem kleinen Dorf vorbei führt eine der größten Öltankerrouten der Welt. Doch die 4000 Menschen hier im Osten des Sultanats Oman leben fast abgeschnitten von der Außenwelt. Zu erreichen ist ihr Dorf nur übers Wasser. Wir leben seit Jahren so in Kumsa. Die Leute verbringen praktisch ihr ganzes Leben auf dem Meer und verdienen so ihr Geld. Said spricht Arabisch, weil er in der Hauptstadt Muscat zur Schule gegangen ist. Seine Muttersprache aber ist wie die der anderen in Kumsa etwas ganz Besonderes. Kumsari, eine Mischung aus indogermanischen Sprachen und Arabisch. In Kumsari gibt es portugiesische, französische und indische Wörter. Vor ein paar Jahren war ein Experte aus den Niederlanden hier zu Besuch. Er ist einen Monat geblieben, bis er angefangen hat, unsere Sprache zu sprechen. Er hat uns gesagt, dass es eine Mischung aus mehr als 45 Sprachen ist. Doch auch in Kumsa haben Fernsehen und Internet Einzug gehalten. Viele fürchten nun, dass die in Jahrhunderten entstandene Sprache des Dorfes aussterben wird. Ein Sprachwissenschaftler aus Kanada will sie mit einem Wörterbuch verewigen. Denn geschrieben gibt es Kumsari nicht, eine der seltensten Sprachen der Welt.